zurück im Kempinski Hotel Airport und reagieren auf die Kritik von Paul Breitner. Sein Vorwurf erzürnt die Liga. Und um Ihnen das nochmal in Erinnerung zu rufen, haben wir Olli Schwesinger. Der wird das Zitat nochmal ordnungsgemäß für Sie darstellen. Ja, Paul Breitner war vergangene Woche hier bei uns zu Gast im Volkswagen Doppelpass. War und ist zu Recht stolz auf das, was seine Bayern auch in dieser Saison wieder leisten. Der beste Herbstmeister aller Zeiten, 11 Punkte Vorsprung, 4 Gegentore, auch das ist Rekord. Das hat er natürlich auch kundgetan, dass ihn das sehr freut. Nur was ihn total nervt, das ist, dass die anderen jetzt den Vorwurf machen, die Langeweile in der Bundesliga, dafür sind die Bayern verantwortlich. Das ist ja irgendwie auch naheliegend, der Gedanke, aber schuld sind in Wahrheit die anderen. Also hört's mal auf mit der Schere, für die wir zuständig sind. Wir können für die Unfähigkeit anderer Clubs und anderer Verantwortlicher können wir nichts. Das war Klartext. Das gibt Applaus von den vielen Bayern-Fans, die auch heute hier sind. Einige Pfiffe auch. Und auf diese Breitner-Seite gab es natürlich auch heftige Reaktionen aus der Liga. Aus Stuttgart, aus Mönchengladbach, vor allem auch vom FC Schalke 04. Und ich bin jetzt gespannt, was Herbert Bruchhagen noch einfällt, der ja auch seit vielen Jahren im DFL-Vorstand dabei ist. Die anderen haben selbst Schuld. Hat der Löwe gut gebrüllt, Herbert? Unfähigkeit. Also ich will voranschicken, dass ich mit Paul über Jahrzehnte eine Sportfreundschaft habe. Aber uns Unfähigkeit... Was ist denn eine Sportfreundschaft? Sportfreundschaft, ja. Ja, ja, so wie wir auch. Das ist ein ganz normaler Begriff. Es gibt die persönliche Freundschaft und die Freundschaft durch den Sport. Ach, durch den Sport, Entschuldigung. Ja. Okay, nee, ich habe es nur den verstanden. Freunde, da muss man aufpassen. Ja. Und da kann ich nur eins dazu sagen. Paul hätte nur den Finger heben müssen, dann hätte er eine Managerfunktion in der Bundesliga bekommen, ob in Nürnberg oder bei vielen anderen Vereinen. Paul hat er hat sich dann zum FC Bayern bekannt und hat eine tolle Karriere hinter sich. Er hat sich aber in die Wohlfühloase FC Bayern begeben, in die Hängematte der Wohlfühloase FC Bayern. Er hat das einzige Mal, wo er wirklich Verantwortung übernommen hat, das sage ich jetzt mal, das war als Korporal im Film Potato Fritz. Da war er. Da war er. Ja. Da hat er ein Team geführt. Ja, es steht ihm nicht zu. Es steht ihm nicht zu, die anderen die Unfähigkeit heranzuführen. Und ich glaube, dass er das überpointiert und vielleicht sogar aus einer Weinlaune heraus gesagt hat. Das kann nicht sein Ernst sein und das weise ich entschieden zurück. Er weiß gar nicht, wie schwer es ist, Manager in Nürnberg zu sein, Manager in Bochum, in Duisburg, bei Eintracht, bei vielen Vereinen. Da hat er noch, das steht ihm nicht zu. Man muss eins dazu sagen, ganz schnell, um Paul auch mal die Ehre zu geben. Thomas, du warst ja dabei. Ja. Paul Breitner war am Sonntagmorgen hier stocknüchtern. Also Weinlaune war es nicht. Ich glaube, er hat sicherlich in der Aussage meinte er jetzt, er hat natürlich alle angesprochen. Ja. Und das war sicherlich ein Fehler in der Aussage. Aber wenn wir gerade über Stuttgart und HSV sprechen, da sind sicherlich Dinge passiert, die hätten anders laufen können, Herr Ribbett, ja, das weißt du auch. Ja. Das ist nicht die Meinung. Das ist nicht die Meinung des FC Bayern München. Und ich meine, Rummenigge hat das ja sofort korrigiert. Also Sie meinen, das ist Paul Breitners Privatmeinung? Natürlich. Paul ist kein Diplomat, er gehört zur Geschichte des FC Bayern. Er hat bringt die Dinge immer auf den Punkt, aber da hat er zweifelsohne überzogen. Nur die andere Frage, man muss ja auch mal sehen, woher kommt denn das? Wenn ich jetzt nicht nur die Sportzeitungen anschaue, sondern ich nehme die großen Zeitungen in Deutschland, also die Süddeutsche Zeitung, die FAZ, die Zeit, also die nicht unbedingt sich mit dem Sport beschäftigen, die bringen seitenweise sozusagen die Spannungslosigkeit der Bundesliga und werfen in der Tat dem FC Bayern sozusagen wegen seiner Stärke vor, er würde letzten Endes diese Bundesliga ein Stück langweiliger machen, was nicht stimmt. Aber das kann man nun in der Tat nicht dem FC Bayern vorwerfen, sondern insgesamt muss man sagen, wir haben eine starke Liga, wir stehen mit 4 Vereinen in der Champions League, wir spielen eine große Rolle mit Wolfsburg und Mönchengladbach in der Euroleague. Die Bundesliga insgesamt hat einen außerordentlich hohen Stellenwert sich jetzt erarbeitet und das halt für eine gewisse Phase ein Verein aufgrund auch seiner
Managementfähigkeiten in den letzten 40 Jahren mal sich so eine Situation erarbeitet hat, die nicht immer sein wird und nicht immer sein muss. Ja. Aber man darf es nicht so einseitig darstellen, so ungefähr der FC Bayern mit seiner Dominanz ist schuld. Man, die Frage ist im Aufsichtsrat auch gestellt worden, so ungefähr dem Herrn Winterkorn ist die Frage gestellt worden, nach was richten Sie sich denn eigentlich aus, Herr Winterkorn? Richten Sie sich aus jetzt sozusagen, dass Sie ja Opel nicht wehtun oder wollen Sie international einen absoluten Erfolg haben? Und das ist natürlich auch der Anspruch des FC Bayern. Aber die Bundesliga ist sozusagen die Substanz unseres Fußballs. Ja. Die Dominanz des FC Bayern ist auch unbenommen, Herr Stoiber. Es geht, glaube ich, nur darum, dass die Bundesliga sich getroffen fühlt, weil sie wegen Unfähigkeit gegeißelt worden ist. Das werden wir gleich weiter diskutieren. Ich bin sicher, da gibt es doch unterschiedlichste Meinungen in der Runde. Allerdings die Frage stellen, ja. In der Tat. Ich glaube, man muss mal wirklich den Fokus auch auf die Manager richten in unseren Vereinen, auch in der Vergangenheit. Aber da behalten Sie Ihr Wort, weil da kommen Sie gleich dann wieder. Okay. Und da können Sie eine wunderbare Steilvorlage geben an die übrigen Herren in der Runde. Ich will nur noch einen Schritt vorneweg machen, weil Ihre Redaktion, die ist ja Weltklasse, unsere Redaktion, die Redaktion hat sofort mal nachgeschaut, was unter dem Stichwort Potato Fritz zu finden war bei Google im Internet. Und schau mal, so sah Paul Breiter damals aus in seiner Rolle als Potato Fritz, der Korporal. Ja? Die hat er geführt. Die hat er geführt. Da hat er Führungsqualität bewiesen. Du musst mal sagen, Paul ist der Linke, ne? Nicht rechts, ne?